Es ist Mittwoch, der 6. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einer musikalischen Web3-Kooperation zwischen Coinbase und SoundXYZ und Infos über eine Offenbarung der Kryptoreserven. Ihr erfahrt von der Anpassung eines Bitcoin-ETFs und warum der aktuelle Kurs von Ethereum unterschätzt wird. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf eine asiatische Tech-Kampagne, Neuigkeiten zu Cyberkongs und die SocialFi-Plattform Friend.Tech, die neue Eigentumsrechte überträgt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Einen wunderschönen 6. Dezember, meine liebe Podcast-Community, es ist Mittwoch und damit Nikolaus. Ich wünsche euch schönen Nikolaustag und ich hoffe, eure Stiefel sind diese Nacht ordentlich von dem Nikolaus gefüllt worden und hatten auch den ein oder anderen physischen Gegenstand vielleicht versteckt und möglicherweise wie auch gerade zu akten. Und möglicherweise erleben wir ja auch in naher Zukunft weitere frohe Festtage im digitalen und NFT-Bereich. Ich würde sagen, wir starten in unserer Halbzeit Mitte der Woche in unserer heutigen Web 3. Kurz News. China, Japan und Südkorea setzen ihre Bemühungen für eine verstärkte Zusammenarbeit in fortschrittlichen Technologiesektoren wie Big Data, Blockchain und künstliche Intelligenz fort. Während des 10. China-Japan-Außenministertreffens in Busan, Südkorea, bekräftigten die drei Nationen ihr Engagement für die regionale Entwicklung und Zusammenarbeit. Der chinesische Außenminister Wang Ji betonte auf der Veranstaltung die Wichtigkeit der Erreichung einer regionalen wirtschaftlichen Integration und der Einrichtung einer asiatischen-pazifischen Freihandelszone, um gegenseitige Vorteile und Win-Win-Ergebnisse für die drei Nationen zu fördern. Durch die Bündelung ihrer Ressourcen und ihres Fachwissens treiben China, Japan und Südkorea an, in diesen Schlüsselbereichen weltweit führen zu werden. Coinbase betritt neuerdings auch die Musikszene durch eine Partnerschaft mit der Web3-Musikplattform SoundXYZ. Diese Kooperation hat zur Einführung einer allerersten musik geführt, wo Musikfans dazu eingeladen werden, ihre Lieblingsstücke zu sammeln und dabei Belohnungen zu verdienen. Um teilzunehmen, müssen Fans lediglich die Coinbase-Wallet auf ihren mobilen Geräten öffnen, den Anweisungen folgen und einen oder mehrere dieser Tracks sammeln. Als Belohnung für ihre Sammlung sollen die Teilnehmer OP-Tokens erhalten. Ein Anteil der Mintgebühren auf diesem Projekt soll direkt an die beteiligten Künstler fließen, um ihre kreativen Bestrebungen zu unterstützen und ihnen finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen, so SoundXYZ. Jenny Johnson, die CEO von Franklin Templeton, hat erstmals öffentlich ihre Kryptoinvestitionen offengelegt. Sie gab bekannt, dass sie Bitcoin, Ethereum, Uniswap und SushiSwap besitzt. Johnson betonte, dass diese Investitionen im Vergleich zu meinem gesamten Portfolio klein seien. In einem veröffentlichten Interview mit Fortune äußerte sie sich skeptisch gegenüber NFTs und bevorzugte Investitionen in Bereiche, von denen sie glaubt, dass sie finanzielle Erträge bringen. Der Finanzriese mit einem Verwaltungsvermögen von über 1,3 Milliarden US-Dollar hat im September einen Bitcoin-ETF beantragt. Johnson äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Genehmigung, war jedoch unsicher über den genauen Zeitrahmen. Die SEC setzt die Verhandlungen mit BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, fort bezüglich eines Bitcoin-Spot-ETFs. BlackRock hat seinen Antrag für den Bitcoin Spot ETF angepasst, um den Anforderungen der SEC gerecht zu werden, weshalb eine Zulassung im Januar 2024 damit immer wahrscheinlicher wird. Ein Problem bisher, das Unternehmen wollte ursprünglich die Kryptowährung direkt halten, aber die SEC bestand auf eine Cash-Methode für die Verwahrung. Aktuellen Berichten zufolge scheint eine Kompromisslösung aber nun gefunden worden zu sein. Analysten von Bloomberg prognostizieren nicht nur deswegen eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung des bitcoin spot etfs bis zum 14. Januar. Das Spieleentwicklerunternehmen Endless Clouds hat erfolgreich eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar gesichert, um die zukünftige Entwicklung von Treeverse und Capsule Heroes zu gewährleisten. Diese jüngste Investmentrunde wird von maßgeblichen Unternehmen und Persönlichkeiten aus den Sektoren Gaming und Blockchain unterstützt. Unter den bedeutendsten Teilnehmern befinden sich Gründer und Führungskräfte renommierter Unternehmen wie Animoca Brands, Sky Mavis, dementsprechend die Macher von Axie Infinity und FaceClan und weitere. Damit sind wir mit den heutigen Web3-Kurznews durch. Wir wechseln zu CoinMarketCap und natürlich werfen wir dort einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Krypto-Chart zeigt uns wirklich Unglaubliches. Wir haben die 40.000 Euro-Marke gestern geknackt. Beim Bitcoin ging es gestern alleine in den letzten 24 Stunden plus 5% nach oben. 44.000 US-Dollar, 40.500 Euro. Das sieht wirklich wahnsinnig aus. In den letzten sieben Tagen alleine sind es 15%, die der Bitcoin zugelegt hat und im letzten Monat 25% Prozent. und wenn wir uns den Jahreschart anschauen, 156%. Prozent. Bitcoin kennt aktuell keine Grenzen. Prognosen von 100.000 bis 500.000 US-Dollar gehen aktuell durch die Runde, durch Twitter und fast schon durch den Mainstream. Aktueller Wahnsinn, was wir sehen und das vor allem Bitcoin, denn viele andere Kryptowährungen, auch wenn wir gestern bei Ethereum den Plus von 2% Prozent gesehen haben, auch hier der Kurs über 2.100 Euro gestiegen, sind doch nicht so am stark performen wie Bitcoin. Solana plus 1%, leicht, Ripple sogar leichte minus 0,18%, aber auch Cardano und Dogecoin gestern mit einer Performance von plus 4%. Natürlich ist es so, dass wenn er Bitcoin performt, auch viele andere Kryptowährungen das Ganze mitzieht, aber wir haben tatsächlich keine so große Upside wie beim Bitcoin, sonst bei großen anderen Kryptowährungen. Avalanche gestern mal da dementsprechend ein Außenseiter mit einem Plus von 19%. Kurs bei 22 Euro oder auch wenn wir Nier Protokoll nehmen, da gab es gestern auch Neuigkeiten zu den neuen NRC20 Token. Dementsprechend gestern 10%, also auch hier sehr bullish die Investoren bei Nier Protokoll. Der Stacks-Token, das ist einer der größten Performer, den wir in den letzten Tagen sehen. 7-Tages-Chart plus 60%, auch gestern wieder 10% im Plus, damit der Kurs über 1 Euro gestiegen, wo wir ja gestern noch waren, damit bei 1,8 Euro. Und wir haben es auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt und jetzt ist er da. Celestia, der Token TIA in den Top 50, was die Marktkapitalisierung angeht, angekommen und gestern plus 10% und auch in den letzten sieben Tagen plus 50%. Damit sind wir mit dem Blick auf den Crypto-Chart noch nicht ganz durch, denn ich möchte allen voran noch mal einen Token hier erwähnen, auf den wir natürlich auch seit dem Presale genauer schauen und das ist der Meme Token von MemeLand, der konnte in den letzten 24 Stunden den Bitcoin mehr als nur outperformen und das nach oben, der MemeLand Token vom Ninegig MemeLand Ökosystem gestern plus 40 innerhalb der letzten 24 Stunden und damit auch über 60 innerhalb der letzten sieben Tage. Interessant war auch gestern ein Tweet, auf den ich aufmerksam geworden bin von Ryan Adams von Bankless. Er findet es saukomisch, dass Ethereum gerade mal bei 2200 US-Dollar beharrt, Jetzt sind es 2300 US-Dollar, aber er macht darauf aufmerksam, warum Ethereum seiner Meinung nach in Zukunft viel, viel, viel mehr erreichen wird. Der Kurs stetig steigen wird, unter anderem Deflation und natürlich viele Token und Investitionen, die in nato zukunft mit einem Ethereum ETF auch dazukommen könnten neben Bitcoin. Also schaut gerne einmal in die Show Notes. Dort habe ich natürlich wie immer viele Links für euch geteilt, die im Rahmen dieser heutigen Podcast-Folge erwähnenswert sind. Unter anderem auch den Tweet bzw. meinen Retweet von dem Tweet von Ryden Adams von Bankless. Auf jeden Fall sehr, sehr erwähnenswert. Was auch sehr erwähnenswert ist, das sind die NFT-News, die wir gestern hatten. Dementsprechend kommen wir in die nächste Kategorie und das sind unsere heutigen nft News. Candy Digital strebt an, bis Ende dieses Jahres 100.000 neue Kunden über sein digitales Ticketing-Produkt in Web3 einzubinden. CEO Scott Lowin erwartet ein weiteres Wachstum auf 250.000 bis 500.000 im Jahr 2024. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, Sportfans in Web3-Sammler zu verwandeln, indem es offiziell lizenzierte digitale Sammlerstücke der Major League Baseball und Gedenktickets als NFTs anbietet. Luin betonte, dass viele Menschen, die die Plattform von Candy Digital besuchen, dies erstmals nach dem Besuch eines Baseballspiels tun und so erstmals mit Web3 in Kontakt kommen. Friend.tech, die dezentralisierte Social-App, hat erfolgreich das Eigentum an ihrem Smart-Contract und ihren Geldern auf eine neue Kombination aus Multisig und professioneller Verwahrung übertragen. Die Bekanntgabe der vollständigen Durchführung der erforderlichen On-Chain-Transaktion erfolgt über Friend.techs Kanal auf X, ehemals Twitter. Das Team betonte, dass dieser Schritt notwendig war, um die Sicherheit zu erhöhen und die Einhaltung der Steuervorschriften zu gewährleisten. In einem Beitrag erklärte das Team, diese Anpassungen werden die langfristige Sicherheit von Friend.Tech stärken und es uns ermöglichen, steuerliche Verpflichtungen zu erfüllen. Der Umzug der Gelder von Friend.Tech in eine sichere Multisig-Verwahrlösung erfolgte als Reaktion auf einen Vorfall im Oktober dieses Jahres, bei dem ein Betrüger innerhalb von 24 Stunden durch sogenannte Sim-Swapping-Angriffe rund 400.000 US-Dollar von Friend.Tech-Nutzern erbeutete. In einem strategischen Schritt zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Projektes und zur Förderung des Engagements der Community hat Cyberkong seinen eigenen Validator-Knoten im Ronin-Netzwerk eingeführt. Diese Initiative soll als langfristige Vision und integraler Bestandteil des Projekts betrachtet werden. Die Inbetriebnahme des Knotens erfolgte durch Cyberkongs mit einem Kapital von 1,6 Millionen Ronin-Token, was etwa 2 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Mittel stammen sowohl aus dem erfolgreichen Genkai Mint als auch aus den fortlaufenden Lizenzgebühren für den Sekundärhandel. CyberKongs ermutigt seine Unterstützer, sich aktiv am neuen Projekt zu beteiligen, indem sie roan Token auf ihrem Validator Knoter einsetzen. Die Leitidee Kongs Together Strong wird hier konkret umgesetzt, da die Unterstützung der Community als entscheidender Faktor für den Erfolg des Knotens betrachtet wird. Um Anreize für eine verstärkte Beteiligung zu schaffen, stellt CyberKong's exklusive Belohnung bereit. Innerhalb eines begrenzten Zeitraums von zwei Wochen nach dem Start haben Staker jetzt die Möglichkeit, seltene Axie Infinity Stücke zu gewinnen, darunter zehn Original Axies und zwei Mystic Axies, abhängig von der Höhe des gesetzten Staking-Volumens. Mad Labs und Wormhole, die kooperieren jetzt zusammen. Ich habe euch in den letzten Tagen ja Wormhole einmal vorgestellt. Nach einer wahnsinnigen Finanzierungsrunde von über 200 Millionen US-Dollar und nachdem sie mit den Punks und mit den Board App Club bereits kooperiert haben, ist jetzt das große Projekt im Solana Ökosystem Matlabs dran, was wir ja auch hier in den vergangenen Tagen immer wieder auf dem Schirm hatten. Dementsprechend das Matlabs NFT-Projekt auch gestern vom Floorpreis wieder gestiegen. Doch dazu. Gleich mehr. Wir sind mit den NFT-News auch durch. Damit kommen wir zu der nächsten Kategorie. Wir wechseln zu OpenSea und werfen dort einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Bevor wir auf den aktuellen NFT-Floorpreisschaden auf OpenSea eingehen, natürlich noch die Info, dass wir gestern wieder ein neues High im Handelsloom hatten. 37,6 Millionen wurden gehandelt an Ethereum-NFTs und das ist damit wie gesagt neuer Rekord an dieser Stelle. Dune Analytics auch gerne einmal in den Show Notes abchecken, damit wieder ein neuer Höchststand im Gegensatz zum Tag zuvor. Dann kommen wir natürlich nochmal kurz zu Flamingo DAO. In den letzten Tagen habe ich es hier in dem Podcast ja auch vorgestellt. Die erste Shopping-Tour von Flamingo DAO über eine Million US-Dollar, die ausgegeben wurden. Gestern wurden wieder 270 Ethereum in Kunst, PFPs wie Subdogs, Broad Gamblings, Beans und CryptoTodes ausgegeben. Die größten Einkäufe fanden hier bei den Cryptoads statt. 29 wurden hier eingekauft für 31Es. Dann ein roller wurde eingekauft, aber auch zum Beispiel 20 Isuki Elemental bei Azuki für 15 Ethereum, also bei Flamingo DAO scheint man sich auf jeden Fall für den zukünftigen Bull ordentlich einzudecken. Dementsprechend auch gerne einmal in die Shownotes schauen. Dann die Lil Pudgies, noch eine kleine Info dazu: Die sind jetzt auch, nachdem wir die Moonbirds in den letzten Tagen bei dem Blend Protokoll, also dem Kreditlizenzprotokoll im NFT Bereich von Blur gesehen haben, jetzt auch die Lil Pudgies dementsprechend dort eingeführt. Das heißt, ihr könnt jetzt einmal euren Lil Pudgie NFT dort einmal leihen. Oder ankaufen und bezahlt nach dem Motto Buy Now, Pay Later. Dann natürlich zu den Bow Die haben auch ein neues All-Time-High erreicht. Mittlerweile 10 Solana umgerechnet. In dem Fall auf USD, also auf den US-Dollar neues All-Time-High. Damit würde ich sagen, blicken wir aber auch jetzt mal so langsam auf die NFC-Floor-Preise, die wir vor allem auf OpenSea sehen. Und da natürlich allen voran die Ethereum-Kurse. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es gerade erwähnt: das Hanedz-Lumen nimmt weiter zu. Die Board Apes über 4000 Ethereum. Wenn ich nochmal mal da erinnern darf, wir hatten auch Zeiten, da waren wir hier im Fünfstelligen Bereich, also 10.000 bis 20.000 am täglichen Volumen. Dementsprechend kommen wir zu langsamen Alltime-Highs wieder hin. Bord-App Club floppreis 30,6. Die Pudgy Penguins 9,3. Also etwas wieder gefallen von dieser 2-Ease-Marke weg, die wir noch gestern gesehen haben. Aber natürlich immer noch einer der größten Performer und meiner Meinung nach das beste NFT-Projekt, was wir im Jahr 2023 gesehen haben. Die Mutant Apes, die sind am Steigen. Knappe 6-Ease, 5, also auch sehr bullish und auch die Captains kommen langsam zurück zu ihrem Hoch, 5,89. Also gehen mit dem Mutant Apes Schritt bei Schritt. Azuki hat diese Marke schon länger wieder erreicht, 6,55, aber natürlich noch lange weg. Bei den Milady Makers, da ging es gestern deutlich nach unten, 3,69. Führung der Floorpreis und auch die Lil Pudgies sind von den 1 ETH wieder etwas weg, 0,82. Aber Pixelmon kommt dafür auch wieder zurück, 1,6. Und wenn wir die Top 10 jetzt voll machen, sind wir bei den D-Gods, 3,45. Und Hytopia Worlds, da sind wir auch auf jeden Fall sehr gespannt, was wir in da in Zukunft sehen. 3,47, also auch ein starker Floor-Anstieg. Blicken wir abschließend auf Platz 99,100, da finden wir auf jeden Fall Michela, den Free Explorer Club mit einem Floor von 0,30 und Cubes, Floorpreis 0,41 auf Platz 100. Damit sind wir mit der heutigen Folge fast durch. Ich möchte euch natürlich noch auf ein, zwei Sachen hinweisen, zum Beispiel ein Mint-Update bei FXHash, FXHash, so an dieser Stelle, FXHash 2.0 noch besser gesagt, die auch mittlerweile ihre Ethereum-Unterstützung bekannt gegeben haben, gibt es jetzt ein kleines Delay, also eine Verzögerung, was die eth abgeht abgibt. Die haben einen Kalender, NFT-Kalender erstellt, wo jetzt hier täglich im Dezember Mint stattfinden. Tesos findet statt, aber auf den Ethereum-basierten NFT-Mints Müssen wir noch etwas warten? Das Ganze ist erstmal auf den 12. Dezember verschoben. Dann gibt es auch bei Fiat Serverprobleme, wie sie es auch nennen, also eine Verzögerung bei dem neuesten Artwork Mint. Dementsprechend, was das Fiat-Projekt angeht, sage ich euch an dieser Stelle ganz ehrlich: bin ich so gut wie raus. Ich finde das einfach unfassbar. Gestern wurden wieder betrügerische scam dort geteilt. Passt bitte drauf auf, wollt ihr euch mit gleichgesinnten Web3-Enthusiasten austauschen, die jeden Tag aktiv sind, wo ihr diesen Content. Dann exklusiv natürlich Frühzeit bekommt und auch natürlich Hinweise, dann würde ich euch einmal die Shownotes, die Barista-Bande und Patreon einmal abchecken, Eibenwerdung an dieser Stelle natürlich wird darauf aufmerksam gemacht, aber da kommt ihr in die Community, da könnt ihr mehr Content natürlich bekommen, ab dem 8. ist das Ganze natürlich auch wieder nur noch für die Barista-Bande zuständig und dort könnt ihr natürlich auch euren Entry-Einstieg in die WhatsApp-Gruppe und die Barista-Bande erhalten, wo wir wie gesagt gestern darauf aufmerksam gemacht haben und natürlich auch auf den neuesten Manchester United Collectible, der noch bis heute 21.15 Uhr im Spiel gegen Chelsea erhältlich ist. Und wer hier das Ganze claimt, der hat die Chance auf ein signiertes Trikot von Tom Heaton. Dann... Ausdrücklich der Hinweis auf den heutigen Discord-Call der Barista-Bande, der auch heute für alle offen ist. Das heißt, habt ihr heute eure Lust, euch ein Projekt anzuhören, in einem großen Discord-Call dabei zu sein, dann checkt gerne einmal die Show Notes. Dort findet ihr den All-in-NFT Discord-Link. Einmal bei LinkTree bei mir, dementsprechend auf den Discord klicken. Und dann kommt in den Discord 20 Uhr, kriegen wir eine Vorstellung von Imaginary Ones, das Projekt, das auch bereits eine Kooperation mit Hugo Boss hat. Und das Ganze wird vorgestellt. Da kommt ja auch im nächsten. Der Bubblecoin, worauf ich auch in der Vergangenheit einmal darauf aufmerksam gemacht habe. Also gerne abchecken. Heute für alle zugänglich, auch kostenlos an dieser Stelle. Dementsprechend bin ich raus. Links dazu findet ihr alles in den Shownotes. Patreon gerne abstützen für eine Unterstützung für eure Mitgliedschaft. Und dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend im Discord-Call um 20 Uhr, wenn es heißt Barista-Bande presented by All In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.